Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum Tag des Umzugs in unser neues Heim, hier in unser Wochenendhäuschen. Und da werde ich mal das Schaf gleich mal von seiner Wolle befreien und dann das Skelett von seinem Unleben. So. Damit sollten wir jetzt eigentlich dann wirklich alles beisammen haben, was wir zur Einrichtung des neuen Hauses brauchen. Ah, sehr schön. Weizen wächst. Wunderbar. Und, achso ja, was ich beim letzten Mal leider vergessen habe zu erwähnen, die Vegetation. Oh! Hey! Na, es tut mich. So. So. Das war ein freches Skelett, oder? Nö. Ich wollte doch noch irgendwas sagen. Weiß es im Moment gerade aber nicht mehr, was. Wir haben hier die zwei Druckplatten. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das so wirklich toll aussieht. Aber nun gut. Jetzt gehen wir erstmal her und richten uns mal hier häuslich ein. Und zwar hatte ich vor, die Küche hier hin zu machen. Also hier in so ein Eckchen. Und dann hier die Werkbank haben, dann den Ofen direkt nebendran. Dann den Kessel. Und noch zwei Arbeitsflächen. Und dann quasi hier Eingang zum. Achso, da. Halt, Moment. Ah, super Axt kaputt, aber wir haben ja noch eine. Kein Problem. Und ich habe natürlich das restliche Holz drüben liegen lassen. Ja, super. Wer wollte ich denn hier noch eine Truhe hinstellen? Dann quasi hier dann so ein bisschen rüber noch, dass man dann quasi hier von hier dann reinkommt. Vielleicht hier eine kleine Essensecke hat. So habe ich mir das im Moment mal vorgestellt. Und ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein paar Birken nieder. Und hol mir auf jeden Fall auch noch das Eichenholz aus unserer Hütte, aus unserem kleinen Wohnklotz. So, hab natürlich keine Birkensetzlinge dabei. Braucht man ja auch nicht mehr, wenn man Birkenhauen geht. So, auf jeden Fall die 12 Holz sollten eigentlich schon mal fast reichen. Für den Moment. Ich sollte was essen. So. Also, das Holz brauchen wir auf jeden Fall. Den Eimer brauchen wir. Sonst brauchen wir jetzt von hier. Die Birkensetzlinge nehme ich auch mal mit. Ansonsten brauchen wir jetzt im Moment mal von hier nicht so viel. Aber wenn die Schafe gerade rumspringen und ich eine Schere zur Hand habe, nehme ich doch die Wolle gleich mit. So, die Birken. Wo waren denn die Birken gestanden? Eine war genau hier und die andere war genau da. Ich glaube, das ganze Gras werden wir hier bei Gelegenheit mal abmachen. Wegholzen. Weil es sieht halt dann doch schon ziemlich, ja. Es ist halt viel Holz, ne? Na gut, das reicht dann nicht mehr für eine Essecke. Aber jetzt haben wir uns eh erstmal eine Truhe. Beziehungsweise zwei Truhen. Bin ich jetzt auch gerade überlegen, sieht man denn einen Unterschied zwischen normalen Truhen und Birkentruhen? Nein, tut man nicht. Dann machen wir es aus normalem Holz. Also, was heißt aus normalem? Aus Eichenholz halt.
So, und jetzt kommt mir gerade noch eine Idee. Ich mach mal eine Runde Slabs. Also Stüfchen und papp die mal da oben dran. Moment mal, ich mache mal noch mal ein paar. Mach die mal noch da und da dran. Hab mir hier nämlich so ein, ja, so eine Art Abgrenzung. Und dann versuchen wir mal, das, wie es dann aussieht, hier in der Ecke. Müssen wir den Tisch dann. Quatsch. Ich brauche doch einen Zaun. Und drüben. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag scheinbar. Ich denke einfach zu viel, glaube ich. Kennt ihr das auch, dass ihr an manchen Tagen, ihr habt irgendwas vor und denkt eigentlich auch die ganze Zeit dran, nur dann, wenn es denn dann soweit ist, dann merkt ihr, ach, ich habe ja was vergessen. Kennt ihr das auch? Also heute ist so ein Tag bei mir, scheinbar. Dass ich zum Beispiel vergessen konnte, dass man für den Tisch einen Zaum braucht und kein Stäbchen. So, jetzt aber schauen wir mal, wie das aussieht, wenn man da zack und die Platte drauf. Ja, ist farblich jetzt halt nicht so super passend, ne? Ach, da kann ich jetzt gar nicht mehr aufspringen. Sag mal, was findet ihr das okay, so wie das aussieht? Oder nicht so? Auf jeden Fall habe ich beschlossen, da ja da drüben die Sonne aufgeht, hier drin quasi das Schlafzimmer zu haben. Und ist nur die Frage, wo ist jetzt das Bett? Können wir vielleicht mal da hinsetzen? Und dann hier Nachttisch ran. Mit einer Fackel drauf, da brauchen wir die nämlich nicht. Könnte man hier noch ein zweites Bett hinsetzen? Könnte man eigentlich kurz bauen. Hätte man ein Doppelbett, falls mal Besuch kommt oder so. Wäre gar nicht so verkehrt. So, da haben wir jetzt keine zweite Wolle mehr für den zweiten Nachttisch. Gut. Kömmt sofort. Schere haben wir ja noch dabei. Und Schafe haben wir ja hier eh ohne Ende. So, schnipp. So, das eine soll mir mal reichen im Moment. Oh, zwei sogar. So. Da haben wir doch ein schönes Doppelbett. Und ich glaube, so wie es sich das gehört, wenn wir da hier im Bett noch, ja, quasi Schränke bauen, sage ich jetzt mal. Da werde ich auch mal ausprobieren. Ich habe hier noch Stüfchen. Wenn ich die jetzt quasi da oben hin mache und da dann jeweils eine Truhe draufstelle. Mal gucken, ob das passt, ob das geht. Truhen brauchen wir eh noch. Machen wir erstmal eine. Dann probieren wir das mal aus. Ich bin ja fast geneigt zu sagen, dass die wahrscheinlich nicht aufgeht. Richtig, geht nicht auf. Können wir, brauchen wir, also, aber da unten drunter, da geht's ja auf. So.
Wir haben jetzt die Stufe. Hier dran klatschen, geht die natürlich auch nicht mehr auf. Oh doch. Unten dran geht's auf. Oben drüber nicht. Okay, aber... Das Ganze können wir ja dann so machen, dass wir dann die Fackel hier hinsetzen. Oder kann ich die da dran? Nee. Ich könnte sie da oben drauf stellen, oder? Nee, kann ich auch nicht. Da könnte ich noch eine Fackel hinmachen. Ich könnte natürlich auch die Truhen auch jeweils unter das Fenster stellen. Würden 4 Truhen in den Raum passen. Oder ich mache es natürlich ganz anders. Mach's ganz anders. Mach das hier jeweils in die Ecken. So, dann quasi da oben eine zweite Truhe, da unten dran eine zweite Truhe. Allerdings glaube ich, das sieht, wie ein Fenster sieht, das sieht nicht aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Machen wir es dann doch lieber so. Und dann bauen wir uns mal noch 8 Truhen. Haben wir zwar eine über, aber das macht ja auch nichts. Dann wird es nämlich quasi... Ach so. Hahaha. Ich kann die ja gar nicht da oben drauf stellen. Vielleicht kann ich irgendwas anderes oben drauf stellen. Ah, Mist, Menno. Fällt mir gar nicht. Dann brauche ich eigentlich auch nichts. Dann brauche ich eigentlich Stiefchen da oben dran eigentlich auch nicht. Wenn ich da nichts draufstellen kann. Sind ja völlig witzlos. Aber ich könnte mal noch Schilder machen. Geht das, wenn man da verschiedene... Ja, geht. Wunderbar. 2 Schilder hätten eigentlich gereicht. So, näher zum Bett. Sie und weiter weg vom Bett. Er. So. Ah, Moment. Ich glaube, kommt da gerade eine bescheuerte Idee. Sie, die Dame von Welt. Der Inhalt hier gefällt. Jetzt müssen wir natürlich nur noch hier das hier noch wegmachen. Sie, die Dame von Welt, der Inhalt hier gefällt. Er unrasiert und fern der Heimat. jetzt können wir nicht schreiben, bereut die Heirat. Och doch, das lassen wir doch mal so. Ja, das ist doch okay. Sie, die Dame von Welt, der Inhalt hier gefällt. Und er... unrasiert und fern der Heimat, bereut die Heirat. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz der tollste Reim und so, aber im Moment finde ich es eigentlich ganz witzig und mehr passt ja auch nicht aufs Schild drauf.
Sonst hätten wir hier noch ein bisschen weiter dichten können, aber nun gut. So ist es nun eben. Na, Spinni? Auf jeden Fall meine ich, dass wir vielleicht oben noch quasi noch ein zweites Stockwerk draufsetzen sollten oder zumindest ein Dach. Gescheites. Beziehungsweise das Dach zumindest ausleuchten sollten, weil am Anfang der Folge haben wir ja hier auf dem Dach das Fleisch gesehen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass Zombies da oben drauf spawnen. Trotzdem gehen wir jetzt erstmal ins Bett und ich wünsche euch eine gute Nacht.